Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Ja, heute mit spannenden Neuigkeiten. Ihr seht es schon, wir werden uns gleich unter anderem anschauen, wie Mark Cuban fast 1 Million Dollar verloren hat, beziehungsweise was da passiert ist und wie ihr euch davor schützen könnt. Wir werden über den hier scheinbaren Untergang von Binance US sprechen. Nicht nur der CEO ist in den letzten Tagen gegangen, nun auch weitere wichtige Führungskräfte. Die Crypto News der Woche. IOTA mit einer unfassbaren Neuigkeit, ein wahres Drama. Nachdem der Wall Street Memes ICO nun dem Ende entgegengeht und ihr mehrfach gefragt habt, Alex, was ist denn da nun Sache? Wo kann man die denn irgendwann mal handeln, beziehungsweise wann geht das Ganze los, werde ich euch heute dazu ein Update geben. Und das Gerücht der Woche, BlackRock soll den Krypto-Fokus von Bitcoin auf XRP verlagern. Da gab es den Dementi von vielen Seiten, die meinten, das sei ein Fake News, aber der Autor dieses Gerüchts verteidigt das Ganze und ihr merkt schon, es ist heute für jeden was dabei. Und natürlich gibt es auch Neuigkeiten zu Ripple XRP und einen Auszug aus einem sehr spannenden Interview von Brad Garlinghouse. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, Freunde. Und starten tun wir mal ganz entspannt mit dem aktuellen Markt. Wir sehen Bitcoin bei $26.574. Es hat sich ein bisschen was getan und Bitcoin ist 3% gestiegen. Alle anderen Coins konnten nicht so wirklich mitziehen, bis auf Toncoin. Der eskaliert momentan komplett und ist damit auch Spitzenreiter der Performance der letzten Tage. Aber wie schon von mir vermutet, hat diese ganze Geschichte mit FTX und werden die Erlaubnis bekommen und alles abverkaufen, bisher wie erwartet nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil, selbst Solana konnte sich ein bisschen regenerieren. Auch zu diesen FTX-Neuigkeiten geht es gleich los. Übrigens heute bewaffnet mit meiner neuen Tasse, ja, passend zum Hintergrund jetzt auch das Tässchen dazu, gibt es ab sofort zu jeder Steelplate-Bestellung gratis dazu. Ja, beginnen wir direkt mal mit den Neuigkeiten. Also, zwei weitere Führungskräfte verlassen nach SEC-Klage Binance US. Inmitten von weiteren Entlassungen verlassen nun auch zwei Top-Manager von Binance das scheinbar sinkende Schiff. Neben dem CEO Brian Schroeder sind nun auch noch der Leiter der Rechtsabteilung Juvadi und der Chief Risk Officer Majalia gegangen. Juvadi wurde im Mai 2022 eingestellt und kam von Uber, wo er der globale Leiter der Compliance war. Majalia kam im Dezember 2021 zum Unternehmen, nachdem er zuvor Compliance Officer bei Intel war. Also durchaus erfahrene Leute. Ja, die Frage der Fragen ist, was ist da nun Sache? Ich glaube, es gibt keine Börse da draußen, die so viel FUD abkriegt wie Binance. Man kann immer schwer irgendwie auseinanderhalten. Ist das jetzt etwas, was sie wirklich nachhaltig trifft? Oder sind das vielleicht nur irgendwelche strategischen Entscheidungen, die gut durchdacht sind, aufgrund des doch sehr anspruchsvollen Umfelds in den USA und der doch teilweise fehlenden Regulierung und all dem Kram, wodurch einem Unternehmen dann auch manchmal die Hände gebunden sind? Das sehen wir ja bei Ripple. Kann ich mir schon vorstellen, dass Binance vielleicht früher oder später den Markt verlässt. Wir werden das Ganze mal weiter verfolgen. Was auf jeden Fall Fakt ist, Binance US und Binance dann schon separat zu betrachten. Das heißt, selbst wenn Binance US scheitern sollte, muss es aber nicht unbedingt bedeuten, dass das Binance, was sonst überall auf der Welt aktiv ist, stark davon betroffen wird. Dann Mark Cuban verliert $870.000 an Kryptobetrug. Ja, momentan geht es wieder richtig rund, insbesondere bei den Web3-Wallets. Was kann man da machen? Die nicht mehr zu benutzen ist, glaube ich, einfacher gesagt als getan, denn die Web3-Wallets sind schon sehr, sehr cool im Umgang. Man kann die sich überall connecten und das Ganze ist auch ziemlich benutzerfreundlich, aber man muss ganz klar sagen, am sichersten sind eure Coins einfach nur auf einem Hardware-Wallet. So ist es sogar einem Experten wie ihm passiert. Er hat sich scheinbar, so zumindest jetzt mal so die Vermutung, eine Art Scam-Kopie von MetaMask runtergeladen. Höchstwahrscheinlich eine gefälschte und betrügerische Kopie der beliebten browserbasierten MetaMask-Wallet heruntergeladen. Naja, wie könnt ihr euch jetzt davor schützen? Zum einen würde ich jetzt nicht Haus und Hof auf dem Web3-Wallet speichern und ihr wisst es, neben Ledger verwende ich zum Beispiel auch das Decent-Wallet. Dort habt ihr nach wie vor Free Shipping nach Europa. Das heißt, ihr zahlt keine Versandkosten. Das Ding kommt aus Südkorea, braucht generell nur 2-3 Tage, weil es per Express kommt, ist allerdings nicht ganz günstig, der Versand. Der ist momentan komplett frei und ihr habt zusätzlich mit dem Link hier unten in der Videobeschreibung nochmal einen kleinen Rabatt und da kann man definitiv einige Coins drauf speichern, unter anderem zum Beispiel auch XDC. Die Frage habe ich in der Vergangenheit auch häufig gehört, wie man die am sichersten speichern kann. Da ist Decent zum Beispiel eine gute Anlaufstelle oder auch für eure VeChain-Token ist das eine gute Anlaufstelle. Kommen wir jetzt mal zu den 5 wichtigsten Krypto-News der Woche. Ja, fangen wir mal gleich mit FTX an. FTX darf Kryptowährung verkaufen. Das Gericht hat nun also beschlossen, ihr dürft. Demnach darf FTX bis 100 Millionen pro Woche in Kryptowährung liquidieren. Außerdem ist es der Kryptobörse laut Urteil erlaubt, Hedging und Staking Services in Anspruch zu nehmen. Damit soll sich die Kryptobörse vor der Kursvolatilität absichern können. Es gilt noch abzuwarten, etwa eine Woche, ich glaube am 24. war die Deadline, ob sich irgendein Investorenkonsortium zusammenfindet und in irgendeiner Form FTX 2.0 auf die Beine stellt. Sollte dem nicht so sein, wird jetzt eben Stück für Stück immer mehr abverkauft und damit sicherlich der ein oder andere entschädigt. Wall Street-Gigant steigt ins Bitcoin-ETF-Rennen ein. Franklin Templeton steht auf dem 20. Rang der größten Vermögensverwalter der Welt.
Über 1,4 Billionen US-Dollar verwalten sie. Nun steigen sie ebenfalls in das Rennen um den Bitcoin Spot ETF ein. Ja, also haben jetzt prinzipiell alle großen Player da draußen so ein Spot ETF eingereicht. Allerdings wissen wir, dass wir höchstwahrscheinlich erst Anfang 2024 mit irgendwelchen spannenden News, ob das Ganze jetzt freigegeben wird oder nicht, rechnen können. Aber was ich sehr interessant fand, und das wissen, glaube ich, die wenigsten, Franklin Templeton hat am 24. April, also vor einiger Zeit, bekannt gegeben, dass sie jetzt nicht nur Transaktionen abwickeln werden auf Blockchain-Ebene, sondern eben auch Aktienbesitz auf Blockchain-Ebene abbilden wollen. Und mit welchem Unternehmen werden sie das Ganze machen, beziehungsweise auf welcher Chain? Richtig, auf der Stellar-Blockchain. Also von daher sehr, sehr spannend, dass sie jetzt auch in dieses Bitcoin-ETF-Thema einsteigen. Und das sind doch auf jeden Fall mal sehr, sehr spannende Vorzeichen für den Kryptomarkt. Ja, jetzt sprechen wir mal kurz über Wall Street Memes. Ich habe lange nichts mehr dazu gesagt, aber jetzt gibt es mal wieder was zu erzählen. Letzte Chance vor ICO bei führenden Kryptobörsen. Der Vorverkauf von Wall Street Memes, kurz WSM, hat mittlerweile deutlich über 25 Millionen US-Dollar eingesammelt, während das Team die ersten Notierungen bei Kryptobörsen bekannt gegeben hat. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ist das schon mal der heftigste Meme-Coin-ICO, den es bisher gab. 25 Millionen eingenommen, und das wird natürlich nicht zuletzt deshalb der Fall sein, weil es ein sehr, sehr bekannter Twitter-Account ist mit knapp 300.000 Followern. Und was ich auch sehr interessant finde, viele fangen ja irgendwie dann erst mit Social Media an, wenn sie bereits ihren Coin rausgebracht haben und wollen ihn dann irgendwie in den Mann bringen. Hier war es genau umgekehrt. Die haben bereits seit 2019 eine richtig große Zuschauerschaft aufgebaut und hatten dann irgendwann die Idee, gemeinsam mit Wall Street Bets die ganze Coin-Thematik umzusetzen. Seit einigen Monaten sammeln sie Kapital im Vorverkauf ein und gehören mittlerweile zu den größten Pre-Sales im laufenden Jahr. In rund einem Monat, mittlerweile sogar nur noch wenige Tage, gibt es das Börsenlisting, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird das Ding performen? Ich bin selbst sehr, sehr gespannt. Der Vorverkauf läuft jetzt noch 8 Tage, 4 Stunden und einige Minuten. Momentan liegt der Preis pro WSM bei 0,0337 Cent. Und hier oben seht ihr es, in weniger als 10 Tagen gibt es denn an mehreren Tier 1 Börsen. Tier 1 Börsen heißt für mich so KuCoin, Binance, also die ganz großen Börsen, dann wollen sie dort gelistet werden. Und was ist Wall Street Memes? Ja, im Prinzip ist es nichts anderes als Memecoin, aber zum einen halt eine riesige Community. Und sie haben sich, wie mittlerweile auch einige andere Memecoins, überlegt, wie kann man irgendwie Nutzen da reinbringen und kann seine Token unter anderem dafür benutzen, um sie zu staken. Das heißt, man kann sie im Prinzip anlegen und dann einen gewissen Zinssatz bekommen auf seine Anlage. Der ist gerade am Anfang natürlich bei vielen Projekten sehr, sehr verlockend. Der Prozentsatz variiert. In diesem Beispiel sieht man hier 114% pro Jahr. Ob man das langfristig durchhalten kann, wird sich natürlich zeigen. Aber man sieht mal, dass hier ein gewisser Nutzen geplant ist. Was neben dem Staking auch noch sehr interessant ist, voller Fokus auf die Community, fairer Presale bei WSM. Bei Memecoins ist der Community-Fokus und ein fairer Presale besonders wichtig, da die Projekte oft stark von der Unterstützung und dem Engagement der Community abhängen. Ein fairer Presale kann das Vertrauen der Anleger stärken und dazu beitragen, dass ein Projekt nicht als Rugpull, bei dem die Entwickler das Projekt plötzlich verlassen und die Investoren im Stich lassen, ihr kennt es. Wall Street Memes will da mehr Transparenz und Fairness reinbringen. Diese Gefahr gibt es bei Wall Street Memes nicht, denn der WSM-Coin richtet sich an die Community, sodass 50% aller Token bereits im Presale verkauft werden, 20% sind als Börsenliquidität gedacht und 30% für Community Rewards. Ihr habt sie eben gehört mit dem Staking oder auch Airdrops, dafür ist das Ganze reserviert. So ist ein Rugpull ausgeschlossen. Trotz Community-Fokus haben sich übrigens auch schon Kryptowale an WSM beteiligt. On-Chain-Daten zeigen hier beispielsweise Akkumulation eines einzigen Wals von WSM über 1 Million Dollar. Ich werde euch den ganzen Artikel von BTC Echo hier unten verlinken. Und ich bin jetzt wirklich mal sehr, sehr gespannt, welche zentrale Exchange sie listen wird. Sobald ich neue Informationen dazu habe, werdet ihr sie auf meinen Socials finden. Ansonsten bin ich ziemlich gespannt, wie Wall Street Memes performen wird. Falls ihr euch für dieses Projekt interessiert, habt ihr jetzt noch 8 Tage Zeit. Aber denkt bitte immer daran, bei Memecoins geht es wirklich sehr viel um FOMO und es ist extrem riskant, in Memecoins zu investieren. Auf der anderen Seite gab es in der Vergangenheit natürlich bei einigen Memecoins unglaubliches Potenzial, aber behaltet diese ganzen Faktoren einfach im Hinterkopf und wie immer keine Anlageberatung meinerseits, aber durchaus ein sehr spannendes Projekt. Auch ein spannendes Projekt, aber mittlerweile offen gesagt nicht mehr so wirklich spannend, ist IOTA. Ihr wisst es ja vielleicht, ich bin bei IOTA schon investiert, seitdem die ICO war, also seit Tag 1 im Prinzip, und ich habe wirklich sehr, sehr viel inhaltlich von dem Projekt gehalten, obwohl der Kurs die letzten Jahre ziemlich enttäuscht hat und auch so wirklich wenig auf technischer Seite kam, gab es immer wieder gerade im Forum sehr, sehr motivierende Beiträge von Entwicklern, die geschrieben haben, es passiert doch was, hier und da passiert dies und das. Dann kam plötzlich Assembly und viele weitere Neuerungen, neue Wallets und so weiter. Und man dachte sich, okay, man braucht eben bei diesem Projekt ein bisschen mehr Luft. Aber das hier war dann doch schon ein herber Schlag. Die IOTA Foundation plant eine Veränderung, welche die Gesellschaft
Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen IOTA um 65% erhöhen soll. Diese Ankündigung hat Anleger schockiert. Zusätzlich soll das erst für die Zukunft geplante Projekt Assembly, wofür man bereits schon staken konnte, soll komplett eingestellt werden und stattdessen soll man einen vergleichsweise geringen Airdrop an IOTA-Token bekommen. Dazu kommt, dass man davon ausgehen kann, dass die ganzen neu geschöpften Token vor allem dafür benutzt werden, um die Foundation finanziell zu unterstützen. Das heißt, die IOTA Foundation wird diese IOTA-Token verkaufen und dadurch vermutlich Verkaufsdruck auf den IOTA-Kurs ausüben. Ja, während wir alle eigentlich darauf gewartet haben, dass technisch endlich dieser Coordi-Site über die Bühne geht, kommt jetzt so eine Hiobs-Botschaft und ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, ihr könnt mir ja sehr gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben, aber ich habe das Gefühl, man hat sich wahrscheinlich so ein Stück weit verkalkuliert und ich würde einfach mal so ganz salopp sagen, denen fehlt Kohle. Und die versuchen jetzt irgendwie liquide Mittel frei zu machen und das versuchen sie eben durch diesen Schritt. Und es zeigt halt, und da gebe ich der Community recht, es ist halt in zentraler Kontrolle, denn dieses Vorhaben ist meiner Meinung nach, vielleicht habe ich da auch zu wenig recherchiert, aber einfach bestimmt worden. Das heißt, es gab dort kein Proposal, dass man abstimmen konnte in der Community, sondern es wurde einfach von der Foundation schon so beschlossen, genauso wie, dass man Assembly einstellt. Ja, und das finde ich schon sehr, sehr traurig, wie ich jetzt damit umgehe. Ob ich jetzt meine ganzen IOTA-Token verkaufen werde oder ob ich da standhaft bleibe, das werde ich im nächsten Coinscouting bei Patreon raushauen. Das wird in den nächsten Tagen erscheinen. Auf jeden Fall alles in allem doch eine sehr traurige Botschaft. Wo wir heute gerade bei diesen ganzen einzelnen Projekten sind, hier vielleicht nur eine kleine Randnotiz. Bei Indo 4.0 könnt ihr jetzt endlich eure Token claimen. Also falls ihr bei der ICO mitgemacht habt, loggt euch ein. Ihr könnt euch jetzt ganz einfach die Token claimen. Wann die an die Börse gehen, steht allerdings noch nicht offiziell fest. Sollte es da Neuigkeiten geben, halte ich euch auf dem neuesten Stand. Und jetzt geht's los mit dem Ripple-Update. Und einer spannenden Geschichte, denn BlackRock soll angeblich den Krypto-Fokus von Bitcoin auf XRP verlagern. Und hier fasse ich das Ganze mal für euch zusammen. Also, dieser Account Wall Street Bulls hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt und sagte, dass irgendwie Informationen an seine Ohren gekommen seien, dass BlackRock seinen Fokus verlagern würde und sich sagt, okay, Bitcoin schön und gut, aber rein technisch betrachtet gibt es vielleicht hier und da doch ein paar Problemchen mit Bitcoin, ist mit Chart 256 vielleicht doch nicht ganz so anpassungsfähig. Und das nächst interessante Projekt, das auch bereits reguliert, das ist XRP. Wir wissen, Ripple steht immer noch vor Gericht gegen die SEC, aber im ersten Urteil ist nun mal Stand heute XRP kein Wertpapier. Jetzt wissen wir, Berufung läuft und so weiter und so fort. Aber alles in einem steht das Urteil zum jetzigen Zeitpunkt halt noch. Von daher soll das Interesse von BlackRock und den institutionellen Investoren groß sein. Da gab es aber relativ schnell dann direkt Dementi. Nein, BlackRock kauft kein XRP und das Ganze sei nur ein Gerücht und es würde von irgendeinem dubiosen Twitter-Account rausgehauen worden sein und der würde ja gar keine Quellen angeben und der würde unsauber arbeiten. Was ich allerdings sehr interessant fand, und es gab nicht nur einen, sondern mehrere solcher Artikel, dass die, die das Ganze als Fake erklären, ebenso wenig Quellen geboten haben. Also am Ende steht hier gerade Aussage gegen Aussage. Der eine haut einen Tweet raus und behauptet irgendwelche Dinge, die er gehört hat. Und andere behaupten, nein, das kann so gar nicht stimmen, weil der Typ ist unsauber und dubios. Am Ende arbeiten beide Seiten nicht mit Quellen. Und ganz egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, ihr seht auf jeden Fall, wieso die Kryptolandschaft teilweise arbeitet. Es gibt halt sehr, sehr viele Gerüchte. Und was am Ende stimmt oder nicht stimmt, da muss man so ein bisschen Rätsel raten. Aber der Autor des Ganzen hat direkt mal reagiert. Hallo Neil Jacobs und Leser von Dailycoin. Ich möchte auf den kürzlich auf ihrer Plattform veröffentlichten Artikel eingehen. Obwohl jeder ein Recht auf seine freie Meinung hat, ist es wichtig, diese auf Fakten zu stützen. Larry Fink, der CEO von BlackRock, hat öffentlich erklärt, dass er persönlich keine BTC besitze. Das ist eine Tatsache, keine Meinung. In diesem Artikel, wo alles als Fake bezeichnet wurde, steht wohl auch drin, dass Larry Fink Bitcoin hätte. Das sei wohl nicht richtig. Darüber hinaus wurden in ihrem Artikel keine Finanzberichte darüber bereitgestellt, wie viel BTC BlackRock bisher hält und verkauft hat. Für uns als verantwortungsbewusste Mitglieder der Krypto-Community ist es wichtig, genaue Informationen weiterzugeben und keine Fehlinformationen zu verbreiten. Auch da gebe ich ihm recht, denn das werfen die ihm ja vor, er sei dubios und unsauber und haut irgendwas ohne Quellen raus, sie genauso. Was den Chart-256-Algorithmus von Bitcoin angeht, handelt es sich um eine tote Technologie, die sich nicht weiterentwickeln wird und es ist wichtig, auf dem Laufenden und informiert zu bleiben. Es ist nicht konstruktiv, Kryptoassets oder Technologien ohne entsprechende Recherche abzulehnen. Ob Bitcoin wirklich tot ist, will ich jetzt nicht so unterstreichen, aber seinen Ansatz verstehe ich natürlich. Es ist erwähnenswert, dass XRP vom US-Gericht als nicht Wertpapier eingestuft wurde und es ungemessen ist, Fehlinformationen darüber zu verbreiten. XRP ist weltweit anerkannt und spielt im Finanzökosystem eine bedeutende Rolle. Im Gegensatz zu BTC, oft wegen seiner mangelnden Nutzer kritisiert wird. Ich fordere jeden auf, seine Recherche durchzuführen, Fakten zu überprüfen und Diskussionen unvoreingenommen anzugehen. Ja, das auf jeden Fall mal sein Statement. Ob das nun in irgendeiner Form seine Darstellung unterstreicht, das weiß ich nicht. Und ganz so unbedeutend
überragend ist die Rolle von Bitcoin meiner Meinung nach nicht. Ich meine, aus Spaß ist Bitcoin nicht auf Platz 1 bei CoinMarketCap. Ja, Freunde, ihr könnt mir selber mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Also ich persönlich muss euch sagen, so schön ich es auch finden würde, ich kann mir durchaus vorstellen, dass BlackRock als größter Vermögensverwalter der Welt früher oder später sicherlich auch seine Finger bei XRP im Spiel haben wird, aber dann wahrscheinlich auch bei vielen anderen Kryptoprojekten. Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt schwarz oder weiß sein muss, ja, Bitcoin oder XRP, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sowohl mit Bitcoin als auch mit anderen Projekten arbeiten. Ich meine, was Fakt ist, ist, BlackRock hat den ETF beantragt, den Bitcoin Spot ETF, und allein das zeigt ja schon mal ihr Interesse an Bitcoin. Trotzdem bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Larry Fink auch sehr engen Kontakt hat zu Brad Garlinghouse und Co. Aber wir werden diese Gerüchte jetzt nicht aufdecken können. Ihr könnt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, dass BlackRock sich jetzt auf XRP eingeschossen hat, oder ist das ein bisschen Wunschdenken? Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass Ripple immer mehr außerhalb der USA expandiert und das Ganze aufgrund der schlechten Rechtslage in den USA. 80% seiner neuen Mitarbeiter stellt Ripple nämlich jetzt außerhalb der USA ein, was eine ganz klare Tendenz aufzeigt, in welche Richtung das Ganze geht. Sie haben mittlerweile schon über 100 Millionen Dollar ausgegeben für die ganze Geschichte rund um die SEC und sind immer noch nicht wirklich viel weiter. Ja, es gibt bereits ein positives Urteil, aber auch ja, die SEC ist dagegen in Berufung gegangen. Und wie es ausschaut, wird der Kaugummi länger und länger. Passend dazu hat Brad Garlinghouse in einem Interview, was ich euch jetzt zum Schluss nochmal zeigen möchte, ein bisschen was zu der Thematik erzählt. Ich habe das Ganze bereits bei Twitter für euch getweetet. Wow, Brad Garlinghouse betont nochmal, dass der Case längst gewonnen ist, die SEC als staatliche Einrichtung nur unlimitierte Geldmittel hätte und demnach alles herauszögern kann. Er ist jedoch zuversichtlich, dass die 100 Millionen Anwaltskosten und das Urteil Torres reichen werden. Hören wir doch mal eben rein. The SEC has now indicated that it could end up appealing that decision. So what was your reaction when that news came through? Well, on one hand, it's frustrating. You know, you have a government that has unlimited resources to keep fighting a fight they've already lost, but there's no recourse. And so, you know, for Ripple, we've obviously spent well over $100 million already defending this case. We are very optimistic. You know, the judge has already said very clearly XRP is not a security. What they have asked permission from the courts to appeal isn't actually whether or not XRP is a security. That is still clear. It's more nuanced about whether or not in certain circumstances, if there's a transaction, it would be an investment contract. Mal kurz passieren, also für alle, die es vielleicht nicht verstanden haben, er sagt, die SEC hat halt unlimitierte Geldmittel und das ist der einzige Grund, warum sie immer weitermachen können. Ja, die sind nun mal eine staatliche Behörde und haben dementsprechend viel Geld für die ganze Sache. Ripple hat jetzt alles versucht, um sich zu verteidigen, 100 Millionen auf den Tisch gelegt, um das Ganze irgendwie abzuwenden. Und auch das Urteil spricht zu Ripples Gunsten, aber die SEC macht halt weiter und weiter. The court will rule about whether or not they're even allowed to appeal right now. But I remain very optimistic, because I think as you go up the appellate court system in the United States, you actually get more conservative. And that I think bodes well. At the end of the day, I said this a long time ago, the facts are on our side and the law is on our side. And we'll continue to prevail in court because of that. I'm interested when it comes to, because you just mentioned that the amount of hiring that you're doing, 80% of it is going to be outside of the US over the course of this year. When it comes to who is going to be the next crypto hub or define themselves as the global crypto hub, do you think that the door is permanently shut on the US being able to do that? I wouldn't say it's permanently shut. It's definitely a tough spot. You know, the US is still the largest economy in the world at 22% of global GDP. And so we will have a presidential election. There will be a change, or maybe there'll be a change. I don't know if Biden's definitely running. I don't comment on those things. But I think there'll be some shift as you see new administrations come in. I think eventually Congress will be, frankly, called to act. And I think the fact that the SEC continues to lose in court, there's another decision recently around a Grayscale ETF conversion. Yeah. And look, the judges are using really harsh language about the SEC. In the Grayscale case, the judges ruling, there's an appellate court, a unanimous three-judge panel saying that the SEC was being arbitrary and capricious. These are pretty harsh words for a government agency. Ihr könnt es auch mal lesen, 80% der Leute, die er anstellt, werden halt außerhalb der USA angeheuert. Aber er sagt auch, dass der Kongress schon dabei ist, dagegen vorzugehen, die SEC. Er sagt auch, dass sich politisch einiges ändern wird in nächster Zeit und dass die Worte bereits sehr harsch sind gegen die SEC. Und der Grayscale-Fall zuletzt auch nochmal unterstrichen hat, dass auch die Gerichte nicht immer unbedingt auf der Seite der SEC stehen. Also Freunde, alles in allem dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was der Monat September noch so für uns parat hat. Kurstechnisch ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. BlackRock wird das Ganze sicherlich regeln. Ansonsten für alle, die bis hierhin geschaut haben, verlose ich nochmal zwei von diesen Tassen. Schreibt einfach unten in die Kommentare, warum ihr sie haben wollt. Dann schicke ich zweien von euch jeweils eine Tasse zu. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Sonntag für den Rest. Einen genialen Start in die neue Woche. Bleibt mir gesund, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.